Eine App kann dir in Neuseeland wirklich das Leben erleichtern. Welche das ist und wie du sie nutzt, erfährst du gleich hier bei Travel Tips. Hi, ich bin Nico. Im letzten Jahr bin ich mit meinem Rucksack durch Neuseeland, Australien und Thailand gereist und fand Reisen sofort super. Deswegen teile ich nun meine Erfahrungen, Tipps und Empfehlungen in kurzen und hilfreichen Tutorials mit dir hier auf Travel Tips. Campermate. Campermate hat mir wirklich das Leben einfacher gemacht, als ich mein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gehabt habe. Auch in Australien kannst du die App ganz einfach verwenden und sie ist unglaublich genial, um dir den Weg zu weisen. Den Weg zu weisen zu Campingplätzen, aber auch den Weg zu nützlichen Dingen, die man als Camper so braucht. Sei es eine Dusche, sei es eine Wassersäule, um das Trinkwasser wieder aufzufüllen oder beispielsweise auch das nächste Hostel und sogar Angebote und Aktivitäten. Schauen wir uns doch Campermate einmal ganz kurz auf dem Handy an. Hier kann man sich auch offline Neuseeland als Karte herunterladen. Und jetzt gehe ich einfach mal zum Beispiel hier in Richtung Christchurch und sehe dann direkt, wo ich campen kann. Und zwar in verschiedenen Kategorien. Ich habe gerade auf Camping gestellt und die verschiedenen Farben zeigen mir jetzt die Art des Campingplatzes an. So ist zum Beispiel lila ein kostenpflichtiger Campingplatz. Möchte ich darüber mehr herausfinden, dann könnte ich ihn einfach anklicken. Und bekomme dann direkt eine Information über die Ausstattung des Campingplatzes. Was ist also dabei? Wenn ich mit Karte bezahlen muss, erfahre ich, kann ich mit Karte bezahlen? Brauche ich ein Waschbecken? Dann sehe ich, ist ein Waschbecken dabei oder eine Kochstelle? All diese Symbole sind sehr praktisch. Super ist auch die kleine Beschreibung. Die ist manchmal mehr schlecht als recht in Deutsch. Reicht eigentlich auch, wenn sie in Englisch wäre. Man sieht den Preis, das ist auch ganz wichtig, denn damit vergleicht man, zu welchem Campingplatz man am Ende fahren wird. Super ist also zu wissen, wie viel eine Powered- und eine Unpowered-Zeit kostet. Unter Kontakt kann man natürlich dann den entsprechenden Eintrag kontaktieren und Kommentare, auch ganz wichtig, herausfinden, wie gut der Campingplatz wirklich ist und ob er sein Geld wert ist. Manchmal ist der Preis in Campermate auch nicht ganz aktuell, da hilft es, in die aktuellen Kommentare zu schauen und hier dann zum Beispiel zu lesen, Campingplatz, Tagesparkplatz für 2 Personen, nur $10. Super, könnte man nehmen, um dann einen Weg dahin zu navigieren oder um dahin zu kommen und sich nicht nur die Bilder anzuschauen, kann man das Ganze dann natürlich auch einfach hier in Google Maps bringen. Super praktisch diese Funktion. Campermate kann aber mehr als nur Campingplätze anzeigen. Es kann nämlich auch kostenlose Campingplätze anzeigen. Das sind die grünen, auch sehr praktisch. Du kannst auch einstellen, ob du ein self-contained Auto hast oder ein non-self-contained Auto. Mehr dazu in meinem Video zum Thema Auto kaufen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch, dass es nur für Selbstversorgerfahrzeuge geeignet ist. Wenn du also ein self-contained Auto hattest, könntest du dort jetzt hinfahren. Man kann also ganz einfach an jede Region von Neuseeland rangehen und schauen, wo Camping dort möglich ist. Blaue Campingplätze sind übrigens in etwas mittelteure. Im Menü links kannst du einstellen, dass du nicht nur Campingplätze, sondern zum Beispiel auch öffentliche WCs suchst. Ich suche jetzt also ein öffentliches WC in Westport und werde dann hier sehr, sehr gut fündig, zum Beispiel bei der Public Toilet in Westport und sehe dann dazu auch noch Kommentare. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wüsste zumindest, wo was ist. Genauso wichtig wie, ja, sagen wir zum Beispiel Wi-Fi. Wir brauchen Internet. Wo stehen die Sparkboxen rum? Hier in Westport anscheinend an dieser Ecke, da ist ein Spark-Wi-Fi. Eigentlich praktisch, dass man jetzt sich direkt dahin navigieren lassen kann und man kann sogar mit Favoriten, mit dem Herz hier, das Ganze in die Favoriten ablegen und damit dann sagen, ja, das möchte ich mir merken, hier bin ich öfter, hier möchte ich öfter hin navigiert werden. Kategorien wie Mülleimer, öffentliche Duschen, Spielplätze oder auch Waschsalons zählen einfach zu den Dingen, die hier angezeigt werden können. Wasser, sehr praktisch, um mal seine Wasservorräte aufzufüllen, also insgesamt eine echt coole App. Wie gesagt, teilweise gibt es auch Angebote für Aktivitäten in der App. Das kann manchmal praktisch sein, wenn man dann dadurch einen Discount bekommt und man kann auch mit dem Plus selbst etwas hinzufügen und damit zur Community von Campermate beitragen, was ich persönlich ziemlich gut finde. Das ist also eine App, die mir den Alltag in Neuseeland sehr erleichtert hat. Lad sie dir doch einfach kostenlos jetzt runter und abonniere Travel Tips für mehr hilfreiche Tipps und schau in die Playlist mit mehr Neuseeland Work and Travel Videos.